Und jetzt schauen wir nach Unterfranken. Dort gab es gestern ein schweres Unglück an der neuen Talbrücke Schraudenbach. Neben der vielbefahrenen A7 ist da ein frisch betoniertes Teilstück eingestürzt und hat mehrere Arbeiter in die Tiefe gerissen. Ein Mann ist dabei gestorben, 6 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Experten rätseln, wie dieses Unglück überhaupt passieren konnte. Den eintreffenden Rettungskräften bietet sich ein Bild der totalen Verwüstung. Ein Teil der Talbrücke auf der A7 bei Werneck ist komplett zerstört. Ein einziger Trümmerberg aus Stahl und Beton. 15 Bauarbeiter werden bei dem Unglück mit in die Tiefe gerissen. Einer kommt dabei ums Leben. Man kann es gar nicht fassen. Ich bin von Würzburg aus angefahren. Also das waren 30 Kilometer Anfahrt, wo es nur durch den Kopf geht. Ich muss dahin, muss meinen Kameraden helfen. Stundenlang starten und landen Rettungshubschrauber am Unglücksort. Im tonnenschweren Schutt suchen fast 400 Einsatzkräfte nach den Verschütteten. Ein Spezialteam von sogenannten Trümmerhunden unterstützt Feuerwehr und THW bei ihrer Arbeit. Auch ein spezielles Ortungsgerät kommt zum Einsatz. Wie es zu dem schweren Unglück kommen konnte, gibt allen Rätsel auf. Wir sind auch sprachlos. Also um gleich vorzuhören, wir wissen die Schadensursache aktuell nicht. Also wir stehen auch vor einem Rätsel. Wie gesagt, Staatsanwaltschaft, der Sachverständige, den der Staatsanwalt eingeschaltet hat, ist vor Ort. Warum das Traggerüst hier versagt hat, ist aus unserer Sicht zurzeit nicht, es ist rein spekulativ, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Ein Team der Kriminalpolizei sucht seit gestern die Unfallstelle wie einen Tatort ab. Bis diese Spurensicherung abgeschlossen ist, darf nichts zur Seite geräumt oder abtransportiert werden. Wann die Aufräumarbeiten hier an der A7 beendet sein werden, kann zur Stunde noch niemand genau sagen.